So. So. Brom! Jetzt kommst du mir nicht mehr davon. Boah, ich muss dann dauernd niesen. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Bitte. Jetzt noch tiefer, ne? Da ist er. Ah! Hallo, Brom. Kamilea, Brom. Dir auch, mein Freund. Oh, Entschuldigung. Na, du meinte, ich soll dir das sagen. Was bedeutet das? Der ist gut. Arbeit optimieren? Wie habt ihr es geschafft, dass die Bergarbeiter so viel freie Zeit haben? Ah, hat Gormok dir davon erzählt? Es ist einfach genial. Wir wissen genau, wo sich das Helidium befindet. Darum graben wir nur an den richtigen Stellen. Keine Spitzhacke wird vergeudet. Das spart uns viel Zeit und der Ertrag leidet nicht darunter. Die Invasoren merken überhaupt nichts. Wie ist das möglich? Talana-Agenten, mein Freund. Talana-Agenten. Was kannst du mir über Draut erzählen? Draut ist auf experimentellen Substanzen hängen geblieben. Ignoriere, wenn etwas schräg wirkt. Er ist einer der besten Alchemisten von Adelpha und Zulieferer für das Okastok. Bei Okastok musste ich immer an Woodstock denken. Ist Woodstock ein sinnliches Fest? Draut ist nämlich ein echter Liebesdoktor. Mhm. Nadul, ich meine Gormok, scheint die Nom-Noms wichtig zu sein. Weißt du warum? Früher haben Gormok und Makan gemeinsam viele Sorkins gemacht. Makan organisierte die Nom-Nom-Rennen und Gormok war einer seiner ersten Champions. Jetzt sind die Nom-Noms krank und es gibt keine Rennen. Keine Rennen, kein Spaß, kein Lohn. Für die beiden und für die allgemeine Moral in Dessan ist das ein schwerer Schlag. Warum nehmen die Invasoren Gefangene? Sie müssen irgendwas mit ihnen anstellen. Ich war ein Gefangener, aber nicht lange genug, um herauszufinden, warum sie mich am Leben ließen. Die Drohnen können nicht zwischen uns Talanern unterscheiden. Verdammt, die schießen sogar auf die Nom-Noms. Ich musste bloß die Kleidung wechseln, um nicht wieder erwischt zu werden. Hast du mit den Invasoren geredet? Ich hab's versucht, aber ich verstehe sie nicht. Sie klingen wie kopulierende Twan-Has in einer Schlammgrube. Dieses Geräusch vergisst man nie. Wenn du entkommen bist, können andere es auch. Naja, aber nur mit etwas Hilfe. Die können wir aber nicht geben, denn beim kleinsten Anzeichen einer Rebellion, zack, Umkehrung durch Drohnenfeuer. Zu gefährlich. Aber wo ich das gerade sage, du bist offenbar gut bewaffnet. Du könntest im Namen der Rebellion unser Volk befreien. Damit wärst du der ultimative harte Typ. Also erstens bin ich das bereits und zweitens habe ich bereits alle Hände voll zu tun. Wenn sich jeder Gefangene den Außenposten einprägt, wäre es später ein leichtes, von den Basen zu plündern. Ich könnte die Aktion leiten und wir würden unsere Beute mit dir teilen. Falls du mit uns arbeitest. Oh, wow. Talana-Agenten. Endlich wachsen euch Typen mal Eier. Das gefällt mir. Okay, bin dabei. Ich könnte einen Teil ihres Helidiums und anderer Dinge nutzen. Befrei die Gefangenen. Dann ist es abgemacht. In jedem Außenposten nahe Dessan gibt es eine Zelle. Meine Später Güte. Werden unsere Talana-Agenten die Basen für dich plündern gehen. Das ist alles schon lange passiert. Vor Stunden. Vor Tagen. Warum? Warum lässt man so einen Scheißdialog denn nicht einfach weg? Die wissen doch, die... Ich versteh's nicht. Das ist so... traurig. Du kennst Baram aus Sapa, oder? Selbstverständlich. Wie geht's dem alten Baram? Er organisiert in Sapa den Aufstand. Er hat den großartigen Plan, von den Ventilopen aus Bomben abzuwerfen. Ihm fehlen nur noch die Bomben. Klingt wie ein guter Plan. Unser Dorf müsste alles haben, was man für den Bombenbau braucht. Und du hast nie daran gedacht, die Bomben gegen eure Unterdrücker einzusetzen? Was sollten wir mit ihnen machen? Mit den explosiven Gefäßen Fußstein spielen und sie auf die Invasoren schießen? Wenigstens hat Sapa Ventilopen. Also könnten wir uns mit ihnen abstimmen.
Aber das kostet. Wie viel? Kann ich noch nicht sagen. Spannen wir den Tuanhan nicht vor den Karren. Bauen wir erstmal eine Bombe, ohne uns dabei selbst hochzujagen. Sind die Drohnenpatrouillen ein Problem? Das sind gepanzerte Killer aus der Luft. Ja, natürlich sind die ein Problem. Schalte sie aus, wenn du kannst. Das wird unserer Rebellion helfen. Was denkst du über die Besetzung Desans durch die Invasoren? Was ich darüber denke? Ich finde, wir sollten diese Bastarde bekämpfen, bevor sie uns alle umkehren. Und ich weiß auch wie. Und wie? Heimlich. Ich weiß, wie wir uns unentdeckt in ihre Basen schleichen können. Einige ihrer Außenposten kenne ich bereits in- und auswendig. Sie haben uns alles genommen. Wir können es ihnen heimzahlen, ohne erwischt zu werden. Ich sag nichts mehr. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur blöd, ne? Ich meine, wenn ich auf die Karte gucke, da sind also nur noch die geschützt und sind. Arbeitest nur zum Schein für die. Ich habe eine Errungenschaft, so dass ich alle Außenposten freigeschaltet habe. Keinerlei Verdacht. Oh. Wir transportieren das Haar zu ihren Basen. Doch dabei merken wir uns jede Tür, jeden Lagerraum und warten auf den richtigen Moment, um zurückzuschlagen. Einmal haben die Invasoren mich jedoch erwischt. Was hast du getan? Ich war gerade dabei, eine ihrer Drohnen zu sabotieren. Das war kein Spaß. Ich dachte, sie würden mich umkehren. Doch stattdessen warfen sie mich in eine ihrer Zellen. Ist es nicht gefährlich, die Invasoren zu bestehen? Nicht, wenn wir es richtig anstellen. Es wird zwar etwas dauern, doch das hält uns nicht ab. Uns? Mehr als die Hälfte der Einwohner von Desan sind Rebellen, die auf den richtigen Moment warten. Und du sprichst mit ihrem Anführer. Hä? Habt ihr schon was geplündert? Meine Talana-Agenten sind dabei, doch es gab Rückschläge. Baram meinte, du kennst dich mit Bomben aus. Naja, ich kann ein Gefäß mit einem Sprengmechanismus kombinieren, doch für eine Bombe brauche ich Sprengpulver. Zufälligerweise kennt Draut eine Anleitung für Sprengpulver, also solltest du mit ihm reden. Sag ihm, dass du Gormok und mich kennst und dass wir dir vertrauen. Oder noch besser, grüße ihn mit den Worten Carmilea Draut. Er gehört zur Rebellion. Ich habe jetzt 7 Minuten um. Wir machen die ganze Zeit nichts anderes, ne? Erzähl mir etwas über Makan. An einem Ort ganz ohne Freude bietet Makan den Massen ein wenig heimliche Unterhaltung. Außerdem ist er spielsüchtig. Setze bei ihm keine Nahrung. Du würdest alles verlieren. Was bräuchte man, um ganz Desan mit Nahrung zu versorgen? Echter Nahrung. Dafür müssten wir Nahrung wie früher durch die Daokas importieren. Aber uns fehlt das Illidium zum Handeln. Die Invasoren nehmen uns alles. Warum kocht ihr nicht die Krakits, die ich auf der Müllhalde erledigt habe? Müllfraß. Keine schlechte Idee, Fremder. Meine Jungs werden die Kadaver einsammeln. Über Nadul müssen wir wohl nicht reden. Warum auch? Ich wasche mir die Ohren, darum rede ich nie darüber. Bist du froh, wieder mit Sanat vereint zu sein? Na klar. Ich hatte seit Monaten einen entzündeten Zeh. Der Schmerz ließ mich nachts kaum schlafen. Sanat hat mich im Handumdrehen versorgt. Jetzt kann ich wieder Steine treten. Warum sollte man sowas tun? Wegen meiner Höhenangst sind Nom-Nom-Rennen nichts für mich. Schon beim Zuschauen wird mir schwindelig. Ich spiele lieber Fußstein. Ihr benutzt einen Stein als Ball? Ihr tragt nicht mal Schuhe. Was ist ein Ball? Wozu dient blaues Helidium? Das hängt von deinem Phantasma ab. Alle Talaner haben Phantasmas. Ganda, Eloe, Fae und Ka. So wie du aussiehst, bin ich mir bei deinem nicht sicher. Blaues Haar macht mich zum Beispiel schlauer als ein Bibliothekar. Damit habe ich mich einmal auf die Abschlussprüfung von Pokriana vorbereitet. Bin Jahrgangsbester geworden. Ich kenne einen Talaner, der es vor jeder langen Reise trinkt, um länger durchzuhalten. Und noch ein anderer, er ist Pilanbrauer, reibt es auf seinen... Er nutzt es als Paarungshilfe. Ja. Du weißt schon. Blaue Pille. Für Orkastok. Weißt du, warum die Invasoren sich dafür interessieren?
Naja, ich habe sie es bislang nicht benutzen gesehen. Sie lagern die Kristalle tonnenweise in großen Behältern und schicken sie zu... keine Ahnung, ihrem Planeten? Vielleicht haben sie zu wenig Kinder und müssen den Planeten neu bevölkern. Was ist mit weißem Helidium? In Desan gibt es kein weißes Haar. Ich habe zumindest nie welches gefunden. Es soll die Mondstrahlen einfangen können und damit dunkle Orte erleuchten oder Energie speichern. Es ist die stärkste Energiequelle, die es auf Adelpha gibt. Trinkst du Guapilam? So wie alle anderen armen Kerle in Desan. Ohne würden wir nicht überleben. Wie kann ich an Helidium gelangen? Du könntest an einer Säule arbeiten. Geht es nicht anders? Naja, wenn du dich unserer Rebellion anschließt, könnte ich mir was einfallen lassen. Bestimmt. Hast du genug Talana für euren kleinen Überfall? Habe ich, danke. Die Rebellion wird ihre Schuld bei dir begleichen. Das brauche ich ihn jetzt nicht fragen. Hier auch noch was? Was weißt du über Helidium? Ich weiß alles, was darüber bekannt ist. Helidium birgt noch viele unbekannte Kräfte. Ich kenne mich aus mit rotem, grünem, blauem, weißem, lilanem. Ich weiß sogar etwas über sogenanntes dunkles Helidium. Welches interessiert dich? Was ist mit dunklem Helidium? Dunkles Haar. Wir machen uns hier darüber lustig. Die Invasoren lagern es nämlich in ihrem Außenposten und postieren Wachen drumherum, als sei es ein Schatz. Dabei handelt es sich bloß um versteinertes Sort. So ein Haufen Idioten. Wenn sie sich dafür interessieren, muss da mehr dran sein. Unser Alchemist Draut hat eine Theorie, aber ich bin anderer Meinung. Er ist die meiste Zeit so benebelt wie ein Nomnom. Dunkles Haar ist bloß Sort. Mehr nicht. Was weißt du über lila Helidium? Als Procreana noch eine geschäftige Hauptstadt war, war lila Haar Desans Haupteinnahmequelle. Wir haben es damals nur mit den Fühlern gehandelt, da sie es für ihre Handwerkskunst benötigten. Für die Invasoren ist es aus irgendeinem Grund immer noch wertvoll. Ich glaube, sie verbessern damit ihre Drohnen. Okay. Die Invasoren scheinen aus diesen Ressourcen Nanozellen zu machen. Ich habe einige in ihren Basen gefunden. Ich könnte mehr gebrauchen. Meinst du, es lohnt sich, die Außenposten zu... Nur wenn du auf der Suche nach Nano... Ich mach jetzt schneller. Sorry, das ist mir zu blöd. Das mache ich hier die ganze Zeit. Ich spiele hier schon viele, viele Stunden. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und jetzt kommen so eine bescheuerten Dialoge, die mir erklären, wozu ich das brauche und was ich damit mache. Echt jetzt? Draut, ja. Da soll ich mit Draut reden, ne? Ja. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte höher. Talana aus Außen... Ja, ich habe die Mission abgeschlossen. Talana aus dem Außenposten befreit. Das habe ich gemacht, bevor ich hierher kam. Was zur Hölle ist das? er hat eine geraucht. Oder hey, das liegt am... Mein Haus in eine Riesenburg verwandelt. Ja. So ein Trip hatte ich nicht geplant. Dann sag mir, was genau vorgefallen ist. Ich wollte ein Tickmap-Tarizet ausprobieren als... Zod. Dieses Zeug ist echt instabil. Sieh dir all den Rauch an. Ich konnte nichts sehen. Eine dichte Rauchwand. Das ist es. Draut, könntest du das wiederholen? Oder nein, noch besser. Könntest du eine Art Rauchgeschoss entwickeln? Und wozu? Der Rauch macht nicht benebelt, Bruder. Roms Talana-Agenten könnten solche Rauchgranaten gebrauchen. Damit würde niemand ihre kleine Rauboperation bemerken. Och, ihr seid doof, ne? Sind die blöd? Die sind blöd. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die sind blöd. Aus dem östlichen Außenposten soll ich Talana befreien? Aus welchen? Hier können wir keine befreien. Das sind Bohrbasen. Die sind geschützt. Noch. Davon gibt es noch 5 Stück. Ich schätze, die kriegen wir später.
als Auftrag. Guck mal, hier ist noch sowas. Das habe ich noch nicht gemacht. Und das einmal ist da hinten noch. Camillea Draut. Auch du, mein Freund. Hast du schon mal Sprengpulver hergestellt? Das willst du nicht essen. Habe ich nicht vor. Brom hat vor, Bombenhülsen nach Zappa zu schicken. Er muss sie nur noch mit etwas füllen. Okay, klar. Revolutionen sind cool. Und die Monde der Blumenrebellion sind lange vorbei. Bei etwas Tatkräftigerem bin ich dabei. Aber damit die Bomben hochgehen, benötige ich Bogot. Ja, war klar. Was ist ein Bogot? War klar. Was ein Bogot ist, und um den Bogot zu ernten, brauche ich wieder was anderes. Und um das zu bekommen, brauche ich wieder was anderes. Jede Menge. Und dann muss ich dafür noch drei Missionen machen. Aber sag ihm, dass ich es brauche. Tut mir leid. Oh, meine neueste Kreation fängt an zu wirken. Ich bin dann mal weg. Ist mein Mund noch da? Ja, der ist an deinem Po. Du meintest, du hast für diese Rauchgranaten, von denen ich dir erzählte, einen Plan. Ja, ja, Rauchgranaten. Ich habe fast alle nötigen Zutaten. Doch mir fehlt noch Tickmeptar. Ich brauche es frisch. Doch es bleibt nicht lange frisch. Kannst du welches beschaffen? Oh, und Bogots. Je mehr Bogots du findest, desto besser. Du hast Tickmeptar erwähnt. Was ist das? Das ist eine Pflanze, die auf der Spitze der Nordostsäule wächst. Tickmeptar verliert nach dem Ernten schnell seine Nährstoffe. Fliege also augenblicklich hierher zurück, sonst hast du lediglich eine nutzlose Pflanze. Wo finde ich diese Bogots? Sie wachsen in einem Wald südlich von Emea. Diese Pilze explodieren leicht, Kumpel. Also nähere dich ihnen mit äußerster Vorsicht. Bis zum nächsten Mal. Und im Mal darauf, mein... So, wo sind jetzt... Ja, ich mach das mal. Mein Auge. Das Auge. Da oben! Was ist denn das hier für ein Fass? Was ist das hier? War hier noch... Sieht das so aus? Ich bin hier, Slade. War jemand am Treffpunkt? Gewissermaßen. Aber ich kam zu spät. Was ist mit dir passiert? Der General hat die Sicherheit erhöht. Er vermutet einen Maulwurf und ich muss vorsichtig sein. Warte, ich hab's gleich. Und, ja, geschafft. Was geschafft? Noch ein Energiezaun neutralisiert. War knifflig. Ich markiere die Stelle auf der Karte. Wir reden später weiter. Ich muss schnell weg hier. Over and out. Aha, was ist das hier? Hier war ich doch noch nie, ne? Wir gucken jetzt erstmal oben und dann... Schöne Aussicht. Ich glaube, hier oben waren wir schon, ne? Ja. Ich habe das schon verdrängt, weil wir hier tausend Sachen machen, die sich wiederholen. Da kommt man denn schlichtweg durcheinander. Ja, ich kann mich jetzt langsam erinnern. Habe ich eben gehört? Sollen wir mal gucken, wo er jetzt ein... Dann machen wir das jetzt erstmal, ne? Und an der richtigen Stelle positioniert. An der richtigen Stelle. Ja, ich entschuldige mich vielmals für mein Gemecker. Ich spiele das Spiel ja auch und ich mache auch viel zu lange Folgen teilweise, die ich ja meistens mache, wenn es mir Spaß macht. Eigentlich immer nur. Aber, ja. Das wird eins der Spiele sein, die
ich nicht nochmal wieder spielen werde. Nie wieder. Höchstens, wenn DLC kommt. Was wurde über andere Spiele geschimpft? Ich erinnere nur mal an Forspoken. Was hatte das für schlechte Kritiken? Langweilig, leer, wiederholende Mission. Und wenn ich mir hier... Wartet mal, ich guck mal. Wenn ich mir das hier mal angucke, ne? Jetzt mal ganz spontan. Ich gehe mal auf den Shop, auf die Shop-Seite. Da steht erstmal sehr positiv. Sehr positiv. So. Zocken wie damals, nur in modern. Bitte kauft das Spiel und unterstützt die Entwickler. Immer wieder wunderschön. Nach 16 Stunden, aha. Ja. Hier. Ich mag El Scutero. 10 Millionen Zwischensequenzen und 100 Millionen sinnloser Dialogzonen später, die ich nahezu allesamt mit rechter Maustaste überspringen durfte. Ich habe tatsächlich mal einen Speicherpunkt erwischt, um diesen Schrott beenden zu können. Oh je. Beim Entwickeln dieser Milliarden von sinnbefreiten Zeilen Text scheinen die Entwickler irgendwie vergessen zu haben, die spielbaren Inhalte in durchaus sehr ansehnliche Umgebungen mit einzubauen. Ja. Ja, das erste Outcast. Ja, genau. Du sprichst mir aus dem Herz. Aus der Seele. Ich mag diesen Kommentar. Ah! Ah. Und warum fliegen wir jetzt eigentlich hier lang? Wir haben 13 von den Pflanzen. Was ist denn hier los? Ich hab das doch auch... Ach Mensch, Spiel! Nein! Schön erholen. Da müssen wir hin. Genau da. Ich werde auch ausgeschimpft. Dann kann ich immer nachher noch Mepta sammeln. Oh, Scheiße. Da kommen sie. Genau, nächste Folge. Tschüss.